Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW. Ich habe mich spontan entschlossen, mal wieder eine Nacht hier draußen zu verbringen. Und wenn du mich begleiten willst, bleib dran. Im Moment laufe ich am Schloss Hohenlupfen vorbei. Leider ist die Bundesstraße hier links von mir immer noch ziemlich laut zu hören, aber das wird sich hoffentlich noch bessern. Im Moment führt mich der Weg leider wieder etwas stadtwärts. Das heißt, ich komme näher zur Straße, näher zur Bundesstraße. Deswegen sind auch wieder die Stadtgeräusche etwas lauter. Das ist jetzt gerade ein bisschen schade. Aber die Gegend sieht schon cool aus. Hier ist eine riesengroße Felswand. Ich glaube, über das Video erkennt man es gar nicht so toll. Wenn jetzt noch die Autogeräusche weg wären, dann wäre es super. Durch die Bäume kann man jetzt die Bundesstraße erkennen und die angrenzende Stadt, woher die ganzen Geräusche kommen. Ich habe allerdings ein Schild gefunden mit Judenlöchern und da schaue ich mal, was ich da finde. Ich glaube, dass ich hier schon ganz gut bin. Was steht hier? Jawohl, perfekt. Sieht das hier cool aus oder nicht? Genial. Zum Glück habe ich den Umweg gemacht. Ich stehe jetzt hier vor so einem kleinen, vielleicht Höhleneingang. Ich werde jetzt einfach mal reinschauen, gucken, was ich da drin finde oder wie weit ich komme. Ich muss natürlich aufpassen, denn das Ganze könnte sich natürlich verschütten, so wie das hier aussieht. Also Obacht, immer aufpassen. Ich habe mich jetzt mit meiner Kopflampe bewaffnet, also los geht's!
Ja, da vorne ist schon zu Ende. Ich gehe auch wieder rückwärts. Aber cool. Also nur eine kleine Höhle. Ja, obwohl, da könnte es weitergehen, aber da bin ich eindeutig zu groß dafür. Also eine kleine Höhle, aber trotzdem cool. So. Das sieht so cool aus hier. Ich könnte echt stundenlang hier rumspielen, aber die Sonne geht so langsam unter und ich muss mir noch ein Lager suchen. Oh, und deswegen würde ich sagen, los geht's, Lager suchen. In diesem Waldstück, in dem ich gerade bin, sieht es richtig urig aus, alles schön mit Moos bewachsen. Alles voll mit Moos. Gefällt mir, sehr schön. Ich habe jetzt hier wieder so einen kleinen Weg gefunden. Den werde ich einfach entlang laufen. So langsam kommt auch der Nebel wieder. Ich habe jetzt diesen Baum hier gefunden und der hat hier richtig viel Harz dran. Das werde ich mir abmachen, dann habe ich das für mein Feuer heute Abend, denn mit Harz lässt sich wunderbar eine Flamme am Leben halten und es brennt viel länger. Man merkt, dass immer noch Winter ist, denn jetzt, wo die Sonne nicht mehr durchkommt und es immer mehr Nebel wird, wird es auch wieder richtig frisch. Und ja, bin jetzt froh, wenn ich einen schönen Platz finde, damit ich endlich ein warmes Feuerchen machen kann. Ein bisschen Hunger kriege ich dann auch so langsam, aber das geht noch. Bundesstraße hört man zum Glück auch nicht mehr so. Jetzt ist es gut so langsam.
Sieht richtig cool aus nach da vorn. Durch den Nebel hier überall sieht das richtig verwunschen aus gerade. Also ganz interessante Atmosphäre. Ich glaube, ich habe jetzt meinen Platz gefunden. Hier sieht es schön eben aus. Dann werde ich jetzt das Tarp aufbauen, meine Isomatte hinlegen, Biwaksack, bisschen Holz suchen und dann was zu essen kochen, denn ich habe so langsam echt Kohldampf. Bei feuchtem oder schlechtem Wetter lege ich ganz gern erstmal eine Plane aus, sodass meine Sachen schön trocken bleiben. Für meinen heutigen Tarpaufbau brauche ich noch 3 Heringe, die habe ich mir jetzt schnell geschnitzt und dann wird es Zeit, dass ich endlich fertig werde. Denn die Sonne ist nicht mehr lange da, dann wird es dunkel und ich habe immer noch kein Feuer, also ein bisschen Gas geben. Zuerst werde ich die hintere Ecke fixieren. Nachdem ich jetzt alle 3 Ecken fixiert habe, werde ich an diesem Seil hier noch ein bisschen das Ganze auf Spannung bringen. Und dann habe ich ein wunderbar schönes Shelter.